Ist das Tor sicher? Noch nicht. Ich bin hinter dir. Warten auf Cobra. Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Was zum... Ruhe wird übergewertet. Schnelles Kommen. Nein, wird sie nicht. Du wirst uns machen. Sie nieder. Das waren fast alle, denke ich. Alles klar bei dir? Gut. Ich denke nur an alles, was besser hätte laufen können. Ich denke lieber darüber nach, was schlechter laufen könnte. Eine viel positivere Sichtweise, sozusagen. Okay, los. Suchen wir unseren Riesenwasserhahn. Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Was ist das? Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Die Schlösser gehen auf, wenn ich an den Rädern drehe. Also gibt's wahrscheinlich insgesamt 5 Stück davon. Jetzt sind es nur noch 4. Und was ist mit dir? Nummer 2. Hier ist noch ein. Ich kümmere mich.
hab dich. Nur noch eins. Zu guter Letzt. Ja, das sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Radding. Großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Da ist unser Wasserhahn. Ein Dreizack kommt sofort. Was zur Hölle? Das ist unfair. Das ist Ganisha. Hallo, Sir. Also, bringen wir es hinter uns. Jawohl. Siehst du? Ich sag doch, es ist gefährlich. Verletzt? Nur meine Würde. Das hätten wir. Hoffentlich Wasser. Damit sind's drei. Weißt du, du bist ziemlich gut als Schatzjägerin. Ich lerne schnell. Eine Frage noch. Ich schätze, du könntest so ziemlich alles tun, was du willst. Warum willst du Shoreline unbedingt zurück? Ernsthaft? Mein Partner hetzt meine Männer gegen mich auf. Mein Lieutenant verschwindet mit dem Kopfgeld. Nathan und Samuel Drake kommen ungeschoren davon und du fragst, wieso ich Shoreline zurück will? Ja. Ich hatte die Verantwortung. Es war meine Verantwortung. Okay, womit spielst du da eigentlich ständig herum? Mein Anti-Stress-Spielzeug. War nach dem Umzug nach Australien plötzlich in der Post. Okay, wir gehen besser weiter. Nicht, dass Asaf uns noch überholt. Weißt du, ich hab's auch schon ein paar Mal verbockt. Dann muss man aufstehen und weitermachen. Ich verliere nicht gerne. Das mag niemand, Schätzchen. Okay. Okay, suchen wir einen Weg nach draußen.
Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Fraser. Ich schwöre, ich habe Ihren Geländewagen. Ja, klar. Okay, geschafft. Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen, unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst über das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Falls du dich noch irgendwo umschauen willst, solltest du das jetzt tun. Okay. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Das stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh, das ist ein Witz? Wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Boss an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl.
Fraser, warte. Ruhig. Die Rebellen sind vor uns. Sehen wir uns das mal an. Als Asafs Experte meinte, dass die Orte unbeschädigt bleiben müssen. Die Layargal schreibt uns immer vor, was wir tun und lassen sollen. Ich habe es satt, nur die Reste zu bekommen. Gerechtigkeit erfordert Geduld, mein Freund. Es geht los. Okay, alles sauber. Sehen wir uns um. Los.
Wollen wir? Ich bin direkt hinter dir. Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das auch. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn, stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt. Frechheit. Was zum Teufel? So gefällt mir das. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bereit? Ja, ich genieße nur den Augenblick. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Dem letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Dazu ich. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Halebid? Ja. Komm. Das ist wirklich echt. Alles dafür benötigt wurde. Die Handwerker, die Baumeister. Ja, ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht so ein gutes Ziel abgeben sollen.
Ihr habt die Treppe nach unten gefunden. Oder das, was davon übrig ist. Zuerst. Okay. Such einen Weg hoch. Sieh mal, man kann unter den Wasserfällen etwas Gebautes erkennen. Oh, du hast recht. Mal hoch. Okay. Und wir kommen gleich näher. Verzeihung. Hier oben. Komme. Komm, hier lang. Ist das auch sicher? Das fragst du mich immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das Licht ist. Oh, 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 oh Mann. Es ist übrigens definitiv nicht sicher. Habe ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Nimm einfach meine Hilfe an. Komm hoch! Nur weil du bitte gesagt hast. Hab ich aber gar nicht. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber liebend gern welche in den Weg, wenn er es für notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb von Hallebit ausgewählt? Er wird auch der Wohltatenschenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Spaß da drüben? Na und ob!
Lauf dich! Ja. Oh. Macht Spaß, oder? Das war das Verrückteste, was ich hier getan habe. Ist das gut oder ist das schlecht? Schätzchen. Danke. Wir wird es noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Assad noch nicht gesehen haben. Klopf auf Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Oh, bitte! Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Yeah. Oh. Also, wie kommen wir hier wieder runter? Okay. Immer mit der Ruhe. Okay. Hier oben ist es stabiler. Beschrei es nicht. Das ist unser Weg rein, dank der persischen Armee. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Ja, als ob sie
sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Vielleicht einfach nicht sein Stil. Haben Sie das alles hier aus dem Berg herausgehauen? Sieht ganz danach aus. Sie haben die Tür versperrt. Hat Ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären Sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand Sie besiegen könnte. Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal, Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Ist das alles persisch? Scheinen sowohl die Hossala als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Das sieht doch schon besser aus. Hey, noch eine von diesen Türen. Mal sehen. Ja. Oh gut, das funktioniert ja. Na also, schön ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti, in Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Hey, hier oben! Was zum Teufel? Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Da ist unser Weg rein. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar.
Komm, altes Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Das Ding kommt mir bekannt vor. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama, der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja. Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Salah und der Tiger. Dann mal los. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Oh. Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Razor? Ross? Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserle haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein, hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebit. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte? Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz. Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Das sollte definitiv nicht passieren. Schwester, schnell! Thank you.
Bist du okay? Wie kommt's, dass wir noch am Leben sind? Pures Talent. Und ein bisschen Glück. Hey. Gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Hey. Was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was zum Teufel ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin. Hör mal. Tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Oh. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Ich fürchte, das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay.